Hallo und herzlich willkommen bei Kreativdesign. Ich heiße Sibylle Engbers und ich lade dich heute zu diesem Bastelprojekt ein, zu dem ich dir viel Spaß und Erfolg wünsche. Für den Kartenrolling nutzen wir ein DIN A5 Blatt, was zur Hälfte gefaltet ist. Dann haben wir hier eine Länge von 14,8 und eine Breite von 10,5 cm. Und für das Motivpapier habe ich einen Bogen aus dem Set Country Garden genutzt und mir zugeschnitten auf 14,5 mal 10,2 cm. Hier wird auf der Rückseite von dem doppelseitigen Klebeband auch erst einmal wieder von allen Streifen die Schutzfolie entfernt und wir matten uns gleich dieses Motivpapier auf dem Kartenrolling. Dadurch, dass jetzt hier das Motivpapier etwas kleiner zugeschnitten ist, erhalten wir wieder einen kleinen Rahmen. Und jetzt zeige ich dir nochmal, ich drehe mal die Klebeseite nach oben. So würde das Ganze also aussehen. Wir haben oben und an den Rändern und unten überall den kleinen Abstand. Dabei richte ich mich jetzt hier im oberen Bereich einfach nur danach, ob denn hier der Abstand links, rechts und oben einigermaßen gleich ist. Und wenn ich der Meinung bin, ja, dann lasse ich das Papier auflegen und drücke es an. Das wäre dies. Dann habe ich mir mit der von mir designten Wellenkreisschablone zwei Kreise gestanzt. Das Motivpapier ist auch jeweils aus dem Set, was ich dir gerade gezeigt habe. Und bei dem kleineren Element habe ich ein bisschen Schaumklebeband angebracht, weil ich möchte, dass das Ganze etwas erhaben wird. Auch hier von der Rückseite nehme ich jetzt die Schutzfolie von dem doppelseitigen Klebeband ab. Du kannst natürlich Flüssigkleber nutzen oder so eine Klebemaus. Das ist halt was, womit du gerne arbeitest. So, und jetzt packen wir das hier. Platzieren wir das hier im oberen Bereich. Den etwas kleineren Kreis, wie gesagt, mit Schaumklebeband. Auch das hat Schutzfolien, die jetzt erstmal entfernt werden. Und ich erhalte dann eine schöne 3D-Optik. Jetzt möchte ich allerdings den Kreis nicht genau in der Mitte anbringen, sondern eher hier im unteren Bereich. Das wäre dies. Dann ebenfalls ein von mir designte Schablone ist dieses Hintergrundgitter. Und das möchte ich mir jetzt hier an der Seite platzieren. Und dafür gehe ich jetzt erst einmal hin und schneide mir das grob zu. Also so möchte ich das jetzt mal haben. Und dann nehme ich ein kleines Lineal. So, die Karte sollte dann schon gerade liegen. Hier richte ich mich mal an diesen kleinen rosa Kennzeichnung auf dem Falz, auf dem Schneidebrett. Kann dann das Lineal hier so anlegen, dass der Abstand hier so identisch ist, also von der Seite und von der Seite. Und dann mit dem Cutter den Rand abschneiden. So, das hätten wir. Und jetzt, um das Filigrane aufzukleben, nutze ich jetzt wieder diese kleinen Mini-Mikro-Klebepunkte. Nehme die Schutzfolie ab, lege das Gitter hier drauf, drücke es etwas an, also nicht zu doll. Dadurch habe ich jetzt auf der Rückseite überall kleine Klebepunkte. Das kann wieder zur Seite. Na, ja, das will wohl. Und jetzt schauen wir doch mal, dass ich hier das am Rand anbringe. Und wenn ich der Meinung bin, da soll es hin, drücke ich es an. Und schon haben wir das filigrane Gitter auch aufgeklebt. Okay, dann machen wir jetzt einen Zwischenschritt. Und zwar soll hier noch eine Blüte hin. Und das zeige ich dir im nächsten Schritt.
Machen wir weiter mit der Blüte. Und zwar ist von Joycrafts relativ aktuell aus der letzten Kollektion eine Narzisse in 3D-Optik als Standschablonset rausgekommen. Und ich habe jetzt hier die einzelnen Elemente schon mal ausgestanzt. Also das sind jetzt hier die beiden Blüten. Wir haben hier die Blütenstempel aus der Mitte. Wir haben diesen Kelch hier als Rand, zwei Blätter und dann noch einen Stängel. Womit wir jetzt arbeiten, ist also als erstes einmal, dass wir hier das kleine Blüteninnere gestalten. Und zwar habe ich jetzt hier eine weiche Modelliermatte und präge mir das Papier etwas weich. So, dann müssen wir das Ganze einmal aufrollen. Dafür nehme ich jetzt eine Pinzette und drehe mir das hier, so es denn will, einmal zusammen. Dann siehst du hier am Rand ist noch so eine kleine Lasche. Die ist jetzt über und zwar betrachte ich die jetzt hier als Klebelasche. Der Kleber will auch, das war schon wieder viel zu viel. Aber das macht nichts, denn mit dem kleinen Finger nehme ich mir jetzt den Überschuss hier ab und drücke das erstmal zusammen. Die Pinzette wird rausgezogen und das lasse ich jetzt erstmal trocknen. Dann kommen wir hier zu dem kleinen Blütenkelch. Der hat also hier im unteren Bereich hat der so kleine Einschnitte. Das kann ich also dann nach zur Seite biegen. Und hier ist auch nochmal die Klebelasche mit so einer kleinen Falzlinie. Und auch hier auf der weichen Unterlage erstmal das Papier etwas in Form prägen. Dabei das Papier nicht festhalten, sodass es wirklich seine freie Form finden kann. Den oberen Bereich, den habe ich jetzt hier auch nochmal mit farblich passendem Stempelkissen etwas angefärbt, um nochmal eine schöne Optik zu erzielen. Jetzt gehen wir hin. Auch hier arbeite ich jetzt mit einer Pinzette, knick mir hier den Seitenrand etwas um. Und trage dann etwas Flüssigkleber auf. So, diesmal nicht so viel. Weniger ist mehr. Außerdem trocknet es dann schneller an. Und es quillt nicht so am Rand heraus. Kann ich auch noch mal mit dem Finger etwas verwischen. Und jetzt geht es darum, dass ich mir das hier zusammenklebe. Dafür einfach Blüte hier übereinander setzen, Pinzette dann etwas versetzen und festhalten. Kann ich es mir hier auch schon wieder so ein bisschen in Form biegen, weil wir wollen ja eine Rundung haben. Und je weniger Flüssigkleber du nimmst, umso schneller zieht er dann auch an. Haben wir nämlich diesen kleinen Blütenkelch auch schon gleich fertig. Den lassen wir auch noch mal eben antrocknen. Kommen wir doch mal zu den Blütenblättern. Auch die habe ich vorher mit etwas Stempelfarbe hier am Rand abgewischt, um noch mal eine schönere Optik, mehr Farben da reinzubekommen. Und je nachdem, wenn du die Narzissen halt in Gelb arbeitest, kannst du natürlich auch mit Gelb oder Orange arbeiten. Und das Ganze wird wieder auf einer weichen Modellierplatte etwas geprägt. Das machen wir, um wirklich etwas Form in die Blüten zu bekommen und noch mehr 3D-Optik. Kann dann auch auf der Vorderseite hier in der Mitte drücken wir nochmal wieder ein bisschen runter, sodass die Blüten dann auch etwas erhaben nach oben kommen. Dann trage ich mir in die Mitte etwas Flüssigkleber auf. So. Und bringe jetzt erst einmal zwei Blüten so versetzt übereinander. Dann haben wir ja hier, hatte ich ja schon gesagt, sind ja auch so diese kleinen Einkerbungen.
Und die drücken wir jetzt alle einmal zur Innenseite. Fang am besten bei einer Seite an und die anderen dann immer so fächerartig darüber, dass es so ein bisschen versetzt ist und dann auch geschlossen ist. So, und wenn das jetzt der Fall ist, dann können wir das Element hier auch auf diesem Flüssigkleberpunkt setzen. Das heißt, ich bringe mir das jetzt hier in der Mitte an und drücke mit dem, in dem Fall der Pinzette, jetzt das Ganze nach unten, damit sich das auch gut verbinden kann. Jetzt muss ich natürlich eben warten, bis der Kleber etwas anzieht. Also da nicht zu früh von wegnehmen und ordentlich draufdrücken, dass sich das gut mit dem Flüssigkleber verbindet. In der Zwischenzeit kannst du auch mit dem Finger hier schon mal den kleinen oberen Rand etwas so nach außen biegen. Das ergibt dann auch noch mal eine schöne Optik. So, und das lassen wir jetzt hier trocknen und nehmen uns hier für den kleinen inneren Blütenstempel, diese kleinen Blütenpollen. Na, habe ich hier Besuch? Eine Pflege, okay. So, ziehe ich mir jetzt hier ein bisschen auseinander. Dann kommt auch hier wieder etwas Flüssigkleber drauf. Und da nehmen wir wieder die Pinzette und das setze ich jetzt mal einfach hier so in die Mitte rein und lasse es dann einfach mal so, ohne dass ich jetzt groß noch etwas ändere. So, diese beiden Blütenblätter, die bringen wir dann gleich wieder an. Hier etwas von der Seite. Das, schauen wir mal, die schöne Seite. Es gibt beim Prägen, finde ich, immer eine schöne Seite. Das ist also für mich die Oberseite. Und die soll natürlich dann auch nach oben zeigen. Und die Rückseite ist halt so ein bisschen, ja, ist halt ein bisschen anders. So, das bringen wir jetzt hier einmal an, dass das hier so an der Seite rausschaut. Und das andere Blatt kommt dann hier auch nochmal dran. Ein bisschen versetzt. Und den überschüssigen Kleber kann ich schon mal abnehmen mit dem kleinen Finger. Und dann drücken wir uns das mal hier an. So, und das lasse ich jetzt alles einmal trocknen. Wenn ich jetzt hier mit dem Stiel arbeiten wollte, wäre das jetzt natürlich auch der Moment, dass ich mir überlegen kann, okay, den platziere ich dann auch noch hier. Und klebe mir den auf. Und das machen wir auch direkt mal. Dann kann nämlich alles gleich trocknen. Und wir können mit der anderen Karte weitermachen. So kannst du dann einen kleinen Strauß gestalten oder du kannst das für deine Karten oder Geschenkschachteln nutzen. So, und bei Flüssigkleber ist es so, ich lege mir das jetzt hier nochmal drauf, drücke das an. Und dann lasse ich es jetzt einfach mal so liegen und trocknen. Okay, und dann sehen wir uns gleich wieder. So, die Blüte ist getrocknet, der Flüssigkleber ist fest. So können wir jetzt weitermachen mit unserem Kartenprojekt. Und zwar möchte ich die kleine Blume auf diesen Gitter hier aufbringen. Und dafür nutze ich dann auch wieder die kleinen Klebepunkte mit Lasche und guck jetzt erstmal, wo ich die Blüte hinhaben möchte. Die soll hier so ein bisschen schräg verlaufen. Also kommt hier der Klebepunkt hin. Und dann nehme ich die Schutzfolie ab. Habe jetzt hier den Klebekreis. Platziere jetzt hier meine Blüte einmal drüber. Und drückt dann in der Mitte mit einem, ja,
Werkzeugstift oder mit einer Pinzette oder mit einem dünnen Embossingstift das Ganze fest. Kann jetzt hier die Blüten auch noch mal etwas in Form zupfen. Und damit wären wir auch schon fertig mit unserem heutigen Bastelprojekt. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und eine schöne kreative Zeit. Wenn dir das hier mit dem Stängel zu locker ist, könntest du hier unten noch einen kleinen Tropfen Flüssigkleber aufbringen und den Stiel damit dann fixieren. Okay, ich freue mich auf die nächste Zeit mit dir und bis zum nächsten Bastelprojekt.